Een roze voortuin kleurt de Oderbergerstraße in Berlijn. Daar is het kleurrijke atelier van kunstenares Clara Lee. Ze pimpt oude kleding en maakt juwelen uit gerecycleerd materiaal. Al vanaf haar kindertijd is het duidelijk dat Clara vasthoudt aan haar creativiteit, zelfs in tijden van de DDR. Dat dat alles zo geworden is, wie het jetzt is, dat hangt damit samen dat ik mich auch schon während des ersten Studiums in der DDR nicht habe einengen lassen. Das ist einfach nicht gelungen, dass man mir so eine Schablone aufgesteckt hat. Ich werde es mit etwas Wasser füllen und dann mache ich damit Musik. Und diese speziellen Farben und Materialien und was aus dem Westen so herüberschwappte, das habe ich mir auch im Besonderen so zu eigen gemacht, um zu untersuchen, was kann ich damit machen. Ondanks haar eigen creatieve ideeën is haar grootmoeder altijd een belangrijke inspiratiebron geweest. Dat zeichnen, dat zingen, dan heb ik die Einflüsse der Erziehung meiner Großmutter, meiner Oma. Ja, also zwischen uns gab es eine besondere Verbindung. Sie ist Schneiderin und Textilkünstlerin und Stickerin. Also dieser Auftrag, ja, der hat den Titel Sahnehäubchen. Das ist so ein ganz normaler grauer Mantel und die Auftraggeberin möchte das geupcycelt haben mit einer Sahnehäubchen-Nuance oder Sahnetörtchen, glaube ich. Mit der Malerei habe ich auch immer gleichzeitig mich mit Musik beschäftigt. Also gesungen habe ich sowieso immer. Und ich habe auch richtig, um mich bei der Malerei zu unterstützen, habe ich auch richtig geforscht. Ich war ja dann später in Leipzig und da gab es eine fantastische Phonothek und da habe ich alle möglichen wundervollen klassischen Aufnahmen ausgeliehen und also immer mit Malerei, Farbe, Textur und Musik zugleich beschäftigt. Oh, man, das sieht doch. Oh, man, hier soll ich dir rein.